So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der. Ach so, jetzt kommst du oder was? Ich hab dich schon vermisst, Freundchen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben mal wieder Post bekommen, diesmal von der Veronika, ne? Verona? Ich weiß, warte, ich muss nochmal nachgucken. Ehre, wem Ehre gebührt. Veronika, genau. Adi, jetzt lassen wir das Paket in Ruhe. Setz dich mal da rein mit deinem dicken Korps. Siehst fast so aus wie ich. Wir haben ein Paket bekommen. Dafür mussten wir jetzt aber extra auf die Post laufen. Da steht Spreadshirt, ja? Da überall steht Vorsicht Glas. Ein gläsernes T-Shirt habe ich auch noch nicht bekommen. Ich habe nämlich aus dem Nichts einfach die Veronika angeschrieben und hat gesagt, Vorsicht, ich bin nicht geisteskrank, ich wollte nur gucken, ob die Nachricht ankommt, und hat dann noch versucht anzurufen und zu machen und zu tun, nur um sicher zu gehen, dass ich die Nachricht irgendwann sehe. Und sie hat auf jeden Fall durch meine Adresse mir ein Paket geschickt. Das Paket wollen wir jetzt mal aufmachen. Und das Paket ist auf jeden Fall, ja, ist doch gleich, sofort. Das Paket ist auf jeden Fall mächtig schwer. Jetzt weiß ich nicht, was drin ist. Ihr wisst es auch nicht. Wir sehen es aber gleich. Wir ziehen erstmal hier den Karton so auf. Wir ziehen den Karton nochmal so auf. Wir machen den nochmal hier nach da. Wir machen den nochmal nach hier. Ja, die ist auf jeden Fall schon begeistert, so wie es ausschaut. Da hängt der Fuß einfach wieder runter. Adi, jetzt guck doch mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier zum Beispiel einmal Dreamies Mix, ne? Für Katzen. Na, wie findest du das? Ist das nicht schön? Komm, wir tun es dir mal hier ins Waschbecken, den Dreamies Mix. Wir haben hier noch einen zweiten Dreamies Mix für Katzen. Ja, du weißt du gar nicht, wohin damit, weil es zu viel ist. Dann haben wir noch, nee, da muss ich noch nicht. Da brauche ich erst noch was anderes. Okay, nee, wir kriegen trotzdem hier hin. Wir haben Nutella-Biscuits für Katzen. Nein, das ist nicht für Katzen. Habe ich selber auch noch nie gesehen. Nutella-Biscuits? Biscuits? Also kleine Kekse mit Nutella drin. Schokokekse gibt es ja eigentlich überall. Das ist ja an sich nichts Besonderes. Nein, hau doch nicht ab mit dem Dase-Malala. Adi, guck doch erstmal, was noch da ist, ne? Adi. Ach Mann. Ich glaube, der Adi ist jetzt beschäftigt mit Beutel kaputt machen. Ich habe auf jeden Fall noch nie Nutella-Biscuits gesehen. Sind im Prinzip Kekse mit Schokolade gefüllt, okay. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Ist bestimmt auch was für Pupsi, ist bestimmt auch was für Mamuschka. Schauen wir mal. Dann haben wir hier KitKat Chunky, eine Packung. Wir haben, ach so, das sind verschiedene, genau. Das ist Original KitKat Chunky Original. Dann einmal KitKat Chunky Peanut Butter und KitKat Chunky Cookie Duff. Dough, Cookie Dough. Die Sorte habe ich auch noch nie gesehen. Keine Ahnung, mir entgeht wahrscheinlich alles. Oder bei euch gibt es andere Sachen als bei uns. Ich habe am liebsten den KitKat Chunky White, aber den gibt mir immer keiner. Die werde ich natürlich alle mal durchprobieren. Immer schön vor dem Stream, dass ich auch schön fit werde. Er hat es halt wirklich geschafft. Hat jetzt in der Packung unten einfach mal so ein Loch reingebissen. Adi! 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 Genau! Ne, dann ess doch mal in Ruhe deine Packung auf. Ich glaube, der braucht heute kein Essen mehr. Er ist ja jetzt schon bedient. Dann haben wir hier Haribo Trubifruit. Trubifrutti. Also ist auf jeden Fall eine bunte Mischung aus Riegeln, aus Katzen, aus Keksen, aus Gummitierchen. Die schenke ich einfach dem Nächsten, der Geburtstag hat. Nein, wir werden die natürlich essen. Wer mir was schenkt, dann werde ich das auch essen. Das ist ja kein Problem. Dann habe ich hier, was haben wir noch? Wir haben hier noch scharfe Paprikacreme. Pupsi hat letztens auch so was Ähnliches entdeckt. Das war Knoblauch-Chili-Creme. Die war aber richtig komisch. Ich hoffe, diese Paprikacreme macht's besser. Wenn nicht,
Kann man daraus ja auch einfach eine schöne Tomatensoße machen für Nudeln. Wir haben eh mal Nudeln übrig. Vielleicht da einfach mal eine Paprika-Creme-Tomatensoße draus basteln. Werde ich auf jeden Fall probieren. Sehr cool. Wenn wir gerade in der herzhaften Richtung sind, haben wir hier noch eine Pik-Salami. Eine ungarische Salami, Spitzenqualität geräuchert. Pik ist auf jeden Fall richtig der Boss, wenn es um Salami geht, wenn es um Ungarn geht. Die werde ich wohl demnächst schnell essen. Nicht, dass dasselbe passiert wie mit den anderen, dass der Adi die entweder frisst oder die plötzlich ein Eigenleben führen. 22.03., das müsste gehen, wenn man die sofort jetzt aufmacht und isst, dürfte die noch gut in Schuss sein. Sind auch sauteuer. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, wie teuer so eine Salami ist. Ich glaube, die Salami ist das teuerste und wertvollste an dem ganzen Paket. Schon alleine. Ne? Ich habe auch schon mal eine Salami gekauft. Dann haben wir hier zwei Beutel Götterspeise. Ah, wer kennt noch das Dilemma Götterspeise, Wackelpudding, Pudding mit Waldmeistergeschmack. Götterspeise, zwei Beutel zum selber machen. Aber hier, Götterspeise, Minis von Dr. Oetker. Guckt euch das an. Götterspeise Minis, die sehen aber aus wie Wackelpudding, Thomas. Was sagst du jetzt dazu? Und das ist Götterspeise, obwohl da gar keine Soße drauf ist. Also, Götterspeise klein, Götterspeise groß, Wackelpudding von Müller. Jetzt guck dir den an. Der wackelt ja, aber der sieht viel flüssiger aus und schlabbriger und sobald da Soße drauf kommt, ist es also dann was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Ich glaube mittlerweile Götterspeise und Wackelpudding ist dasselbe, ja. Aber es gibt halt verschiedene Pudding-Dings und Bums und. Das Lustige ist, Pupsi hat letztens auch einen Doppeldecker und Wackelpudding so mitgebracht. Jetzt können wir irgendwann den großen Test machen, den Unterschied zwischen dem Doppeldecker und dem Wackelpudding. Dann eine San Pellegrino. Limonata Gelb. Was für ein Zufall. Letztens im NRR Battle hat jemand so eine gelbe Dose San Pellegrino getrunken. Also so auf dem Tisch stehen gehabt, weil er die schon getrunken hatte. Ich habe dann als Kommentar geschrieben, hey, die habe ich letztens erst getestet. Da hatte ich drei verschiedene Sorten, aber die gelbe war nicht dabei. Jetzt kommt die gelbe plötzlich in einem Paket an. Was für ein Zufall. Und wir haben noch was, und zwar ein Glas mit Nüssen. Da hat bestimmt wieder jemand gern Toffifee gegessen und hat innen die Nuss übrig gelassen und im Glas gesammelt und weitergeschickt. Ich kenne ja den Witz mit der Oma und dem Busfahrer. Da ging es aber, glaube ich, um Ferrero Küsschen. Was ist das? Nüsse, Nüsse, was für Nüsse? Ich kenne mich nicht aus mit Nüssen. Einfach Nüsse. Nüsse zum Snacken, ja. Das Glas ist auf jeden Fall sehr cool. Riecht wie Haselnüsse, ja. Im Endeffekt sind das trotzdem hier. Ist von Toffifee oder was? Toffifee rausgelutscht und dann die Nüsse übrig gelassen und gesammelt. Das ist bestimmt richtig krank. Ich probiere mal zwei. Riechen auf jeden Fall irgendwie auch wie Toffifee und total schokoladig. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, die schmecken auf jeden Fall gut. Ja, Adi hat es auch geschafft. Wie ihr seht, Adi ist zurück im Karton. Und das hat er hier mit seiner Packung gemacht. Wir gucken es uns auch nochmal an. Ja. Adi hat sein Päckchen schon geöffnet. Adi hat sich schon was rausgesucht, rausgenommen. Guck mal, Adi. Jetzt willst du nicht mehr, oder was? Jetzt, wo du darfst, wo du kannst, wo du sonst was. Das tun wir mal hier rein. Das Waschbecken ist auf jeden Fall wieder voll. Ist eine sehr schöne Auswahl. Vor allem die Salami, da freue ich mich besonders drauf. Diese Paprikacreme, dann was Süßes, Schokoladiges, was Nussiges, was zu trinken. Alles querbeet. Was für ein Adi natürlich. Der freut sich auch am meisten. Ja, Adi, sag mal Danke. Sag mal Danke. Danke, Adi. Ja, die ist aber auch wild, ne? Auf seine Snacks.
Guck mal, Adi, da kann man so machen und da rutschen die raus. Und dann. Da kannst du den ganzen Karton mit aufessen. Wunderbar. Guck mal, wie lang der ist. So. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich muss heute noch so viel Zeugs drehen. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Danke an die Veronika. Keine Sorge. Ich hab dir da vertraut. Nicht, dass da eine Bombe ankommt und dann. Dann fliegen hier die Nüsse durch die Gegend, ne? Ja, wenn ihr mir auch was schicken wollt, schreibt es in die Kommentare. Irgendwann ist bestimmt was Schlimmes dabei. Deswegen, solange mache ich Geschenke auf, wie ich noch kann. Adi freut sich, wir freuen uns. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Grüße gehen raus an die Veronika.